Es entstehen die staatlich anerkannte islamische Schule, die erste ihrer Art in der Bundesrepublik, ebenso ein Kindergarten. 1986 wird das islamische Zentrum sogar Zivildienststelle. Zeichen der Anerkennung durch Stadt, Bund und Land. Seit 1982 heißt der Verein Islamische Gemeinschaft in Deutschland, IGD. Von München ausgehend entstehen in ganz Deutschland islamische Zentren. Daneben existieren zahlreiche Partnergemeinden. Sie haben Studentenorganisationen, Sie haben Jugendorganisationen, sind auf europäischer Ebene vernetzt. Das heißt, das sind nicht alles Mitglieder in der IGD, es sind aber letztendlich alles Leute, auf die die IGD oder ihre Funktionäre zurückgreifen können, die ihnen sympathisch gegenüberstehen, die in der gleichen Art und Weise wie Sie agieren mit dem gleichen Ziel. Eine weitere wichtige Mission der islamischen Gemeinschaft, die Verbreitung des Islam in Deutschland. Auch hierfür liegen die Wurzeln in München. Einige dieser Konvertiten zählen heute zu den prominentesten und einflussreichsten Muslimen in Deutschland. Und das soll die Moschee in Mekka sein. Musterbeispiel: der Pädagoge Hari Harun Behr. In den 80er Jahren führt der Konvertit Besuchergruppen durch das Münchner Zentrum. Er hält Vorträge, die als Tonbandkassetten verkauft werden. So ist es, Brüder und Schwestern. Diese Prüfungen werden auf uns zukommen. Vielleicht wird dann der Mangel behoben, unter dem wir heute leiden und der uns unterscheidet von den Muslimen zur Zeit des Propheten, der Dschihad. Die Erwartung des Todes im Einsatz für die Sache Allahs, die Erfahrung, dass man morgens auf den Pfad Allahs auszieht, in der sicheren Erwartung, vielleicht am Abend nicht mehr nach Hause zu kommen und schon bald bei seinem Schöpfer zu sein. Wenn die Prüfung kommt, dann möge Allah uns Kraft geben, damit wir eng zusammenrücken und dastehen wie ein festgefügter Bau. Und dann entsteht inshallah die wahre Gemeinschaft, die ernst macht mit dem Islam. Heute ist Hari Harun Behr Professor für islamische Religionslehre an der Universität Erlangen-Nürnberg. Technischen Bemühungen, ich fasse mich kurz. In dieser Funktion nimmt Professor Behr im Juni 2006 am sogenannten Religionsgipfel in der Bayerischen Staatskanzlei teil. Ein Interview lehnte Professor Behr ab. In einer schriftlichen Stellungnahme erklärt er: Die von Ihnen als Zitate angeführten Dinge vertrete ich heute nicht mehr. Das islamische Zentrum präsentiert sich als Ort der Begegnung, wie zuletzt vor 2 Wochen beim Tag der offenen Tür. Gleichzeitig ist das Zentrum seit Jahren ein Fall für den Verfassungsschutz. Die IGD wird es seit langer Zeit vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Öffentlich dargestellt haben wir sie seit 1998 im Verfassungsschutzbericht. Wenn wir uns zu einem solchen Schritt entschließen, können Sie sicher sein, dass da entsprechende Erkenntnisse vorliegen.